Angeführt von zwei jungen einheimischen Mountainbikern, die mit ihrem Vater dabei sind, haben wir eine bunt gemischte Gruppe organisiert für unsere Tour. Mit der Landrätin des Oberallgäus und Henning Wert, einem Naturschutzexperten. Die Gegend am Sonnenkopf über Sonthofen ist beliebtes Bergradlgebiet. Der asphaltierte Albweg ist selbst für Autos geöffnet. Es ist typisches Allgäu, mit Alm, Wiesen, Weiden und Wald, jeder Sorte von Wegen und denen, die sie nutzen. Ich glaube, die Hauptkonfliktlinie sind im Prinzip die Grundstücksbesitzer und die Elbler mit den Mountainbikern. Das ist, glaube ich, so der Hauptpunkt, der im Moment gerade, wo wir merken, da gibt es Konflikte. Es gibt noch einen kleineren Teil, wo man sagt Wanderer und Mountainbiker. Aber ich glaube, der Teil ist eigentlich gut handelbar, wenn man Rücksicht aufeinander nimmt. Wir waren als rücksichtslos dargestellt. Die Wanderer waren immer schon irgendwie in den Bergen und denen gehören die Wege. Und mit der Thematik haben wir jedes Mal zu kämpfen. Wenn man durch Wald und Wiesen fährt, mit der Bereifung wird einfach ein Vorurteil geschürt, dass man die Umwelt schändet, dass man die Wurzeln der Bäume beschädigt, dass man die Wege kaputt macht. Seit über 30 Jahren ist Martin Schützmeier mit dem Mountainbike unterwegs und hat die Entwicklung mitgemacht, die sich durch das Aufkommen der E-Mountainbikes noch einmal zugespitzt hat. Der Wegeeignung widmet sich jetzt der längste Absatz in den neuen Vollzugshinweisen des Bayerischen Naturschutzgesetzes. Vor Ort soll das konkret umgesetzt werden. Und gleich an der erstbesten Stelle zeigt sich, wie kompliziert das wird. Hier arbeitet die Alphirtin Helga Zeller. Wenn ihr da nah? Eigentlich jetzt. Ja. Ihr diskutiert noch. Ihr diskutiert. Wir sind also unterschiedlicher Meinung. Mhm. Wird das häufig eigentlich jetzt genutzt von Radfahrern? Oder? Ja, leider. Also wir haben jetzt vor kurzem dann das Radweg-Endeschild gemacht. Mhm. Erstens haben wir jetzt bis vor ein paar Minuten auf IDA gehabt. Und es geht um die Haftung. Und also die Wegenutzung ist eigentlich für die Fußgänger da. Es hat sich halt so eingebürgert die letzten Jahre. Im Vorsommer und im Nachsommer, dass da die Räder nachgefahren sind, weil es halt cool ist für die Jungen. Aber der Hirte, also wir sind der Hirte, wir wollen das eigentlich nicht. Also erstens, wenn es Vieh da ist, die Viecher werden verschreckt, der Weg ist gut. Da muss man zweimal über den Haag, jetzt kommen die mittlerweile schon mit den E-Bikes. Jetzt ist es nass, jetzt fährst du normal auf dem Weg, der nächste rührt sich nicht nach, der fährt 2 Meter wieder dienet, dann haben wir auf einmal eine Schneise von 5 Meter. Und das ist ja Weideboden. Das ist ja nicht für den Radler gemacht, sondern eigentlich fürs Weidevieh. Wie auf Bestellung gibt es gleich das Anschauungsbeispiel. Räder schieben ist jedenfalls erlaubt. Und man kennt sich in der heimischen Szene. Ja, als negatives Beispiel. Timo, grüß dich. Ja, das haben wir richtig gemacht. Wir haben geschoben, wir sind nicht gefahren. Doch. Also, wir haben keine Altwege kaputt gemacht. Das war alles richtig, glaube ich, oder? Vorsicht, Respekt ist das Allerwichtigste. Und ich muss sagen, ich bin noch nie schlecht gefahren damit. Gell? Man muss einfach Rücksicht nehmen aufeinander. Das dauert noch eine Zeit lang, aber ich glaube halt auch, wenn wir als Standort, als Tourismusstandort Zukunft haben wollen, dann müssen wir schon auch mit dieser Zielgruppe, mit den Mountainbikern, wenn wir unsere Jugend, die ja auch sehr sportaffin ist, wenn wir die bei der Stange halten wollen, ja, dann müssen wir an der Stelle schon auch was tun und müssen Wege finden, wie wir vielleicht auch Strecken ausweisen, die für alle gleichermaßen gut sind und wo Elbler dann auch mitgehen können und sagen können, da ist es für uns auch in Ordnung. Ja, das wäre das Ziel. Was hieße das dann konkret für diesen Weg? Also technisch fahrbar wäre auf jeden Fall für uns, vor allem für die Jugend. Da hat sich im Thema Fahrtechnik viel getan zu früher. Wie unsere Landrätin vorher schon gesagt hat, ist die Rücksichtslosigkeit ein ganz großes Thema. Uns hat man schon von früh auf gelehrt, absteigen, wenn ein Fußgänger kommt, keine Bremsspuren und solche Sachen. Und das muss man einfach einhalten. Das ist auch ein nicht befestigter Weg, also das Thema Unfallgefahr, das muss man ganz klar sagen. Also aus Sicht des Grundbesitzers ist da auch natürlich die Haftungsthematik, glaube ich, zu sehen. Also das wäre für mich jetzt schon ein Beispiel, wo ich sage, der wird wahrscheinlich, wenn es ein konfliktträchtiger Weg ist, weil diese Bereiche sollen ja vorhin geprüft werden, jetzt in den nächsten 2 Jahren,
dann wäre das ein Weg, der da durchs Raster fällt und nicht sozusagen als geeigneter Weg bezeichnet wird. Ja. Und wenn ich aus Naturschutzsicht diese Wege dann betrachte, dann müsste ich natürlich auch vor allem die Biotoptypen mir näher anschauen. Gibt es trittempfindliche Bereiche? Gibt es Bereiche, wo ich nur den Radfahrer habe, also wo jetzt kein Wanderer, kein Vieh ist und so weiter? Also ich denke zum Beispiel an Moorflächen zum Beispiel, haben wir auch so Gebiete, wo jeder Radfahrer im Prinzip erkennbare Schäden bewirkt und die sind dann sogar noch Jahre später zu sehen. Erosionsschäden, Breite und Beschaffenheit der Wege, Begegnungsverkehr und vor allem auch die Frequentierung sind die Kriterien. Jetzt müssen die Kommunen und Fachleute die Wege entsprechend einstufen. Biker wie Elias und Marlin bewegen sich derzeit oft in einer Grauzone. Die Radlstadt Sonthofen hat einen Bikepark angelegt. Richtige Mountainbike-Trails, die Sie sich wünschen würden, sind Fehlanzeige. Das meiste ist sehr illegal. Das haben die Jugendlichen illegal gebaut, weil es einfach das Angebot fehlt. Die Stadt kümmert sich zwar drum, wie man hier sieht, aber das ist einfach nicht das, was die meisten Jugendlichen anspricht, die den Mountainbike-Sport betreiben. Aber sowas, das fahrt man vielleicht 2-3 Mal in der Woche. Und dann ist es nächste Woche schon langweilig. Also auf die Dauer ist es nicht so spannend wie Naturtrails. Dabei geht es auch darum, die Allgäuer Naturlandschaft, die ohnehin von zahllosen Wegen jeglicher Kategorie erschlossen ist, nicht noch mehr zu belasten. Mit seinen Söhnen, die beide auch in der Bergwacht aktiv sind, sucht sich Martin Strecken, wo nicht viele Wanderer unterwegs sind. Hier finden Sie das Naturerlebnis nach Ihrem Geschmack und wie es Ihrem Können entspricht. Also oben eher mehr Wald, breiter, mehr Kies oder Schotter und jetzt schön durch den Wald. Ja, sehr gut. Das war mal ein richtig guter Weg. Es hat Spaß gemacht. So schaut ein guter Mountainbike-Tag aus.